ganz herzlich zu unserem Unternehmer und Unternehmerinnen APO 2024. Die ersten 11 Tage sind bereits vergangen, aber ich glaube, wir haben alle einen guten Start und ich glaube, wir haben wirklich ein erfolgreiches Jahr auch vor uns. Also, grüezi miteinander. Ich bin also recht froh, dass jetzt die Kinder dürfen von der Bühne runter dürfen, weil wenn jetzt die hätten weiter müssen, da hinten sitzen und einer nach dem anderen wäre eingeschlafen und runtergefallen, wäre vielleicht schon nicht so cool gewesen. Ich hoffe, Sie bleiben wach mit dem, was ich jetzt hier erzähle. Wir haben jetzt eine Stunde lang ein spannendes Referat gehört zum Spannungsfeld zwischen Mitarbeitenden und Unternehmensbedürfnissen. Was nimmst du vom Referat zurück in deinen Arbeitsalltag? Ja, was mir beeindruckt hat, sind die verschiedenen Charaktere von den Mitarbeitern, wie sie sind und wie sie sich in dem Unternehmen bewegen. Und auch, was mich erstaunt hat, ist, wie verschieden, dass man die Wahrnehmung selber vielleicht hat, wenn man in der Geschäftsleitung sitzt gegenüber den Mitarbeitern. Bist du dem Spannungsfeld im Alltag? Ja, ich glaube, man muss wirklich einfach wissen, wir haben ganz unterschiedliche Mitarbeitende und natürlich die einen haben vielleicht, sind ein bisschen resigniert, aber ich glaube, wir haben sehr viele, die wirklich Freude haben am Arbeiten und eben auch mit der Stadt sich identifizieren und die Stadt eben auch weiterbringen und auch mitziehen. Ja, man muss einfach schauen, dass die Mitarbeiter nicht zu weit abdriften und man muss einfach Gegenmaßnahmen ergreifen, wenn das der Fall wäre. Und ja, man muss einfach auch die Leute daran erinnern, dass man in der Firma Geld verdienen muss. Er hat am Anfang noch so ein eindrückliches Bild gezeigt von dieser Waage, die eben nicht immer im Lot ist. Gibt es da gewisse Sachen, die Sie im Unternehmen machen, dass die gar nicht aus dem Lot kommt? Oder wenn sie mal ein bisschen daneben ist, dass sie wieder ins Lot hineinkommt? Das machen wir immer. Also, dass sie nie aus dem Lot kommt, das gibt es gar nicht. Oder? Und ja, da muss man einfach das Beste machen und das Ganze wieder ins Lot bringen. Wenn ich gehört habe, ist es für Sie heute das 7. Unternehmensapero. Und ich glaube, es ist ganz ein Besonderer. Wieso ist der heute so besonders? Ja, ich gehe in die Pension und darf am nächsten Mittwoch meinen letzten Arbeitstag bei der Reichel Immobilien haben. Und ist Ihre Nachfolge schon bekannt? Ja, Florian Flüeler hat am 3. Jänner angefangen und wir haben jetzt in den letzten Tagen alle Dossier übergeben. Insbesondere unser Stadtquartier anweisen mit dem neuen Gestaltungsplan. Ja, und Sie haben ja erst gerade angefangen, wahrscheinlich reicht Ihnen der Kopf schon und jetzt heute Abend so viele neue Gesichter. Ja, ich glaube, das ist gerade mal eine gute Gelegenheit oder auch eine Auszeit. Wir haben jetzt ein paar Stunden mehr im Büro als weniger gehabt. Jetzt so können die Leute in Wetzig kennenlernen, das Netzwerk von Johannes, aber auch sonst da können die Leute auch kennenlernen. Das ist eine einmalige Chance, wirklich so gerade nach ein paar Tagen starten können. Ich habe